Hey Skatfreunde, es ist Freitag, das ist Rätselzeit, das ist Analysezeit. Lasst uns direkt reinschauen, was wir heute haben. Es gibt ein neues Rätsel, das 5-Bilder-Handicap von Christian Ernst, einem der aufstrebenden Stars am Skathimmel. Knoblige Geschichte, kann ich euch empfehlen, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ist aber wie üblich nicht das, was wir uns jetzt anschauen, sondern es gibt jetzt hier die Lösung zum letzten Rätsel. Drei Asse für ein Halleluja, ein Grang, den ich selber gespielt habe. Ja, und wie so oft startet es an sich ganz harmlos bis erfreulich, ne? Eine schöne Karte in Mittelhand, drei Asse, zwei Zehner, Kreuz, Bube. Natürlich ist das ein starker Ansatz, der dir so schnell nicht vom Tisch geht. Auch wenn Vorhand ein bisschen mithält, das Ding wird natürlich auf Grang gezogen. Und bei 30 sind wir dann Besitzer. Finden erfreulicherweise noch mit Kreuz 10 den sechsten Vollen, der das Bild schön abrundet. Ja, zwei Volle werden gedrückt. Ich glaube, das ist eine ausgesprochen plausible Variation hier. Auch mal das Karo Ass drücken statt der Karo 10. Macht jetzt hier nicht den Riesenunterschied. Normalerweise empfehle ich euch ja immer, die Zehner zu drücken und die Asse oben zu halten, um euer Blatt nicht so schnell zu verraten. Aber gerade bei dieser 30er Reizung ist das sicher mal möglich. Und dann geht der Grang an den Start. Und das ist ja so ein Spiel wieder. Ich empfehle euch sowieso, jede Skatpartie ist im Prinzip ein kleines Rätsel, ne? Bei vielen dieser kleinen Rätsel ist am Ende nichts zu gewinnen, weil die Lösung eben nicht ist, dass man irgendwie 60 erreichen kann als Gegenspieler oder 61 als Alleinspieler, sondern einfach nur trotzdem gute Züge treffen muss. Aber manchmal sind es dann eben die entscheidenden Situationen. Und wenn man gerade vor ein paar Wochen Skat Masters gespielt hat oder jetzt am Wochenende die Tandemmeisterschaft Endrunde oder in einer Woche die Skat-Europameisterschaft oder in welchem Turnier auch immer, da kommen solche Partien vorbei, dann hast du nur einen Versuch, dann musst du auf den Punkt fit sein und das sind dann eben häufig auch Verteilungen, die hast du nicht so oft, ne? Die kannst du nicht aus deinem Gedächtnis, aus deinem Erfahrungsschatz abdecken, sondern da musst du wirklich nachdenken. So, okay. Schon ein bisschen vorgegriffen, Pik Lusche kommt auf den Tisch, interessant, von hinten kommt der Pik König, sind ja erstmal vier nicht unerhebliche Augen. Haben wir schon 36. Wie geht's normalerweise weiter? Natürlich gucken wir mal mit dem Kreuz Buben. Wir kriegen auch zwei Buben, Pik Bube links. Das macht Sinn, dass der Spieler rechts in Vorhand bei der entsprechenden Reizung mit den beiden roten Bauern nur dabei war. Kreuz Ass hinterher auf 53. Und jetzt kommt so ein bisschen der spannende Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, sage ich mal. Denn natürlich ist es auf den ersten Blick zumindest mal naheliegend, hier einfach die Karo 10 zu ziehen, um den Sack zuzumachen. Jetzt muss man aber denken, das wäre doch zu schön, um wahr zu sein. Wir haben eine hohe Gegenreizung, wir haben den sechsten Vollen gefunden, wir kriegen in Pik noch den König, Kreuz Ass läuft, jetzt soll auch noch Karo 10 einfach laufen. Ist das nicht jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch? Und wenn man aus diesem Gefühl heraus dann auch noch ein bisschen in die Analyse einsteigt und sich überlegt, Moment mal, was hat Vorhand denn eigentlich gereizt, beziehungsweise was wissen wir schon? Er hat ja mindestens die vier unteren Piken, 7, 8, 9 Dame, sonst hätte uns Hinterhand im ersten Stich nicht den Pik König gegeben und die beiden roten Bauern, das sind sechs, also dazu haben wir noch eine Kreuz Lusche gesehen. Das sind sieben. Das heißt, es sind überhaupt nur noch drei unbekannte Karten. Und welche könnten das denn überhaupt sein, die dieses Passen auf 30 quasi rechtfertigen? Also er könnte ja tatsächlich auch noch Pik 10 haben, sagen wir mal, den sieben Trümpfer in Pik, Herz Ass vielleicht dabei und genau ein Karo. Dann wäre Karo 10 hier sicher eine gute Idee. Oder wenn er statt dem einen Karo dann Herz Ass bestellt hat, dann auch dann wäre Karo 10 eine gute Idee. Die Frage ist jetzt aber, wenn er diesen 7-Trümpfer Pik hat mit Herz Ass, warum passt er denn dann auf 30? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dann hätte er ja frühestens auf 33 gepasst oder sogar die 33 noch gehalten. Dass er genau auf 30 passt, kann hier eigentlich nur bedeuten, dass die Pik 10 eben noch bei dem Spieler in Hinterhand sitzt und dass er dann, wenn er eben den Pik mit sechs Trümpfen nur gereizt hat, dafür vielleicht noch ein paar Herzen mehr hat, das heißt auch auf den 30er Reiz jetzt schon aussteigen konnte, weil er dann nämlich auch noch Karo frei sein muss. Also ich glaube,
Natürlich sind das jetzt weitreichende Überlegungen, aber ich glaube, da kann man schon drauf kommen. Und wenn man so weit ist, dann zu sagen, alles klar, dann ist Karo 10 jetzt keine gute Idee, denn dann kommt es zum Abstich, dann kommt eine Übergabe auf die Pik 10, auf die beiden Karo Bilder, können dann die kleinen Herzen wegfliegen und wir machen gar keinen Stich mehr. Ne? Jetzt kann man sagen, alles klar, dann kann Kreuz König die Lösung sein. Allerdings Kreuz König, Kreuz Dame, einfach Abwurf. Dann stehen wir auf 60. Klar, wir können auch noch die Kreuz Lusche hinziehen, aber dann sind weitere Abwürfe möglich. Herz Lusche, Pik Lusche. Und wir bleiben einfach auf 60 stehen und müssen dann irgendwann eben doch die Tür öffnen mit der Karo 10. Und dann ist Feierabend, dann bleiben wir auch auf 60 stehen. Könnt ihr ausprobieren, wie die Gegner das hier so hinspielen. Und ja, wenn wir da sind, dann bleibt tatsächlich hier nur eine Karte, um das Spiel zu lösen. Und das ist die unerwartete Kreuz 7. Wir gehen vom Stich und lassen uns quasi hier schön gemütlich in den Hinterhand fallen. Und jetzt, ja, gibt es noch einige Stiche für die Gegenpartei. Aber eine der beiden roten Zähnen wird am Ende triumphieren und den Stich machen. Denn die Übergabe eben nach Hinterhand und das Öffnen in Karo, das haben wir jetzt vermieden. Natürlich müssen wir uns jetzt entscheiden, aber wir haben ja die Karo 10 nicht gezogen, weil wir das komplette Bild schon erkannt haben, weil wir die Reizung genau so ernst genommen haben, wie man sie in dem Fall nehmen muss, als einen sehr wichtigen Indikator. Deswegen tragen wir die Karo 10 ab und machen hier im letzten Stich mit der Herz 10 den Sack zu. Und das sind natürlich die Big Points. Wenn du sowas am Tisch löst, das gibt Selbstbewusstsein, das gibt natürlich auch erstmal die Punkte. Na, 250 Punkte, fast Unterschied, ob du diesen Gang nun mal gewinnst oder ob du ihn verlierst. Also von daher, das sind die Big Points, das sind die Unterschiede, die beim Skat-Turnier die Spreu vom Weizen trennen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Rätsel. Hoffe, ihr konntet meine Gedankengänge hier nachvollziehen, warum ich eben sage, ja, natürlich im Rätsellabor kriegst du es irgendwann raus, aber kriegst du es auch beim ersten Mal am Tisch raus? Ja, es ist nicht unmöglich, aber es wird nicht viele Spieler geben, die das schaffen. Hoffe, ich habe euch ein bisschen auf die Spur gesetzt und euren Ehrgeiz geweckt, dass ihr jetzt und in Zukunft auch dabei seid. Weitere Rätsel hier sollen euch den Le Weg leuchten und damit wünsche ich euch an der Stelle jetzt ein hervorragendes Wochenende und wie immer, gut Blatt.